Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum mit dem Thema Coronavirus in Europa. Wie groß ist die Gefahr wirklich? Das neuartige Lungenvirus hat sich von Wuhan in China über mehrere asiatische Staaten ausgebreitet. Mittlerweile gibt es Fälle in den USA, in Kanada, Australien und in Frankreich. Auch in Österreich ist ein Verdachtsfall aufgetreten. Seit kurzem liegt das Testergebnis vor. Die chinesische Flugbegleiterin, die am Samstagabend in das Kaiser-Franz-Josef-Spital eingeliefert wurde, ist nicht mit dem neuen Virus infiziert. Aber inzwischen haben wir erfahren, es gibt einen neuen Verdachtsfall, der in das Kaiser-Franz-Josef-Spital eingeliefert wurde. Die Weltgesundheitsorganisation WHO jedenfalls hat heute ein gemeinsames Vorgehen gegen den Erreger angemahnt. Was weiß man bis jetzt über den neuen Erreger und was ist zu tun? Das frage ich meine Gäste. Schönen guten Abend, Rudolf Anschober, Gesundheitsminister, die Grünen. Herzlich willkommen, Ni Ho, Li Xiaoxi, den außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der Volksrepublik China in der Republik Österreich. Michael Binder, medizinischer Direktor Wiener Krankenanstaltenverbund. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin der Infektiologie Med-Uni Wien. Und Klaus Herbig, er ist Oberarzt von der Berufsrettung Wien. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum diskutieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herr Botschafter Li, Sie haben die aktuellsten Zahlen. Können Sie uns sagen, wie viele sind infiziert derzeit in China und wie viele Todesfälle gibt es bis jetzt? Ja, bis jetzt wurden 1895 Infizierte, 56 Todesfälle und 2684 Verdachtsfälle registriert. 49 Infizierte wurden als geheilt aus dem Spital entlassen. Jetzt bauen Sie zwei Krankenhäuser innerhalb von wenigen Tagen mit 2300 Betten. Mit wie vielen rechnen Sie denn? Mit wie vielen Erkrankten? Mit viel mehr? Ja, die genaue Zahl steht noch nicht bevor. Die chinesischen Experten sagen, das Coronavirus befindet sich in der Anfangsphase der Entwicklung. Die Inkubationszeit betrage einen Tag bis 14 Tage. Während der Inkubationszeit ist das Virus ansteckbar und das sei anders als SARS. Jetzt sind sehr viele Wuhan, 10 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen, aber sehr viele Städte mehr von der Außenwelt abgeschlossen. Ungefähr 40 Millionen Menschen. Wie kann man sich das vorstellen, wie die versorgt werden? Ja, in fast ganz China und insbesondere in der Stadt Wuhan werden sehr viele Notmaßnahmen getroffen. In der Stadt Wuhan wird der Betrieb von Bus, U-Bahn und Fähren eingestellt und die Flüge und Züge gestrichen. Die Bürgerinnen und Bürger würden verlangen, zu Hause zu bleiben. Und auch in anderen Provinzen und Städten Chinas werden viele Maßnahmen, notwendige Maßnahmen ergriffen, damit die Kontakte zwischen den Menschen reduziert werden oder vermieden werden und auch das Risiko der weiteren Verbreitung des Virus innerhalb der Stadt Wuhan oder von der Stadt Wuhan in die anderen Provinzen und Städte Chinas oder von China in die Welt reduziert werden. Wie ernst ist die Lage Ihrer Meinung nach? Ich glaube, die Lage ist angespannt, aber die Stimmung dort ist ruhig. Sie sind ja selber aus Wuhan und haben gesagt, Sie waren im Dezember das letzte Mal dort. Ja, ich war im Urlaub im November und Dezember in Wuhan, in Peking und der Jiangsu-Provinz, auch in meiner Heimat Wuhan. Ich besuchte dort meine Familienangehörige, meine Mutter. Und damals war das noch nicht das große Thema.
Herr Minister Anschober, morgen findet ein Einsatzstab statt, der vom Innenminister Nehammer ausgerufen wurde. Wer nimmt da teil? Was wird da gemacht? Also die Penta-Gruppe, die morgen tagt, ist eine ganz normale Gruppe, die in Krisensituationen oder in Situationen, wo eine Krise entstehen könnte, einberufen wird. Das passiert relativ häufig. Das sind 5 Ministerien, die hier zusammenkommen, Einsatzkräfte und ihre Vertreter, die Schulbehörden zum Beispiel, um durchzuspielen, falls es tatsächlich einen Fall gibt in Österreich, wollen wir in allen Bereichen bestens vorbereitet sein, um auf der sicheren Seite zu sein. Und dann werden auch entsprechende Handlungsempfehlungen für den Tag X, falls es dazu kommen sollte, definiert. Also ist Österreich gerüstet, Ihrer Meinung nach? Also wir haben jetzt die Gewissheit, dass mit den konkreten Krankheitsfällen in Frankreich das Coronavirus in Europa angekommen ist. Das ist kein Grund für Panik, aber es ist aus meiner Sicht ein Grund dafür, wirklich vorsichtig zu sein und mit großer Aufmerksamkeit sich vorzubereiten für alle Eventualitäten, die es geben kann. Und das machen wir. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat auch gesagt, unter anderem, wie wichtig die öffentliche Kommunikation ist und die transparente Kommunikation. Das tun auch wir hier mit. Herr Dr. Binder, Sie sind der ärztliche Direktor des Krankenanstaltenverbundes. Wir haben ihm jetzt knapp vor der Sendung erfahren, dass das Testergebnis negativ ist von der chinesischen Flugbegleiterin. Aber ich habe von Ihnen jetzt auch vor der Sendung erfahren, es gibt einen neuen Verdachtsfall. Das ist korrekt. Also zuerst das Ergebnis dieses Nukleinsäure-Nachweises bei der chinesischen Flugbegleiterin ist negativ. Das heißt, wir können ausschließen, dass sie an dieser neuen Mutation der Coronavirus-Infektion erkrankt ist. Das ist eine sehr gute Nachricht. Patientin geht es auch gut. Wir haben kurz bevor die Sendung begonnen hat, habe ich die Nachricht erhalten, dass wir eine neue Patientin aufgenommen haben, unter den gleichen Umständen, wie ich sie auch heute schon einmal dargestellt habe. Es ist eine Patientin, die chinesische Staatsbürgerin ist, aber in Österreich lebt, die Urlaub in China gemacht hat und die nun mit dem Eindruck einer Infektion, die auch die Lunge betrifft, stationär aufgenommen wurde. Auch diese Patientin ist nicht lebensbedrohlich erkrankt, aber sie ist sehr krank, hat Temperatur, Fieber und wir führen genau dieselben Maßnahmen durch, die wir schon bei der chinesischen Flugbegleiterin durchgeführt haben. Die Patientin ist isoliert, wir haben sämtliche Blutuntersuchungen durchgeführt und wir werden morgen im Laufe des Tages wieder dieses neue Nukleinsäureergebnis haben, um dann entweder die Erkrankung nachzuweisen oder sie auszuschließen. Frau Wiedermann-Schmidt, das, was die Menschen eben wissen wollen von einer Expertin aus der Wissenschaft, die das beantworten kann, was ist das Coronavirus, wie gefährlich ist das? Also das Coronavirus ist eines der Viren, die ganz prinzipiell Infektionen im Respirationstrakt, also in den Atemwegen hervorrufen können. Da gibt es verschiedene Gruppierungen, einige, die wir bei uns haben, die leichte grippale Infekte hervorrufen können und die auch jetzt in der typischen Grippesaison und Wintersaison zirkulieren. Und dann gibt es eben besondere Arten und Mutationen, wie das jetzige Coronavirus beziehungsweise auch die Gruppe das SARS-Viren oder MERS-Viren, die einen besonders schwerwiegenden Verlauf nehmen können und die vor allem Infektionen in den unteren Atemwegen hervorrufen, wo es zu Lungenentzündungen kommen kann, zu schweren Verläufen bis hin eben auch zu einem tödlichen Ausgang. Besonders bei Personen, die entweder schon Vorerkrankungen haben oder schon älter sind. Wenn man das Coronavirus mit dem Influenzavirus vergleicht, ist dieser Vergleich zulässig oder nicht? Ist dieses Virus gefährlicher als das Influenzavirus? Also der Vergleich, die Symptome, die ausgelöst werden, sind sehr, sehr ähnlich. Und das macht jetzt auch die Situation etwas schwierig, weil wir ja jetzt mitten in einer Grippesaison stecken und anzunehmen ist oder sehr schwierig zu unterscheiden ist, wenn jemand die Symptome hat wie hohes Fieber, Husten und Lungenbeschwerden, Atemnot, dass hier nicht eine Influenza oder eine Infektion mit Coronaviren vorliegt. Diese Symptome sind sehr ähnlich und das auf einen Blick zu unterscheiden ist unmöglich.
Daher ist es auch jetzt einer der Gründe, wieso wir sagen, es ist sehr wichtig, dass die Leute gegen Influenza geimpft sind, damit zumindest die Influenza ausfällt in der jetzigen Situation. Und das wird also wirklich von allen Behörden, auch in Österreich, in Deutschland, in allen europäischen Ländern bevorzugt jetzt weitergegeben, dass das eine notwendige Maßnahme ist, um diagnostisch leichter weiterzukommen. Wie wird das Coronavirus übertragen? Vorwiegend, wie wir wissen, durch Tröpfcheninfektion. Das ist, dürfte der Hauptinfektionsmodus sein. Wie die ursprüngliche Infektion in China war, wo man ja noch nicht ganz genau weiß, was sozusagen die Infektionsquelle ist, das weiß man noch nicht, aber die Übertragung von Mensch zu Mensch ist vorwiegend durch Tröpfchen. Stimmt das, dass es auch übertragbar sein könnte, ohne dass jemand Symptome zeigt? Das war ja bei den anderen Viren wie SARS und MERS eben überhaupt nicht der Fall. Da war die Übertragung nur möglich von Menschen, wo man schon eine sichtbare Infektion hatte. Stimmt das? Bis vor kurzem, nämlich gestern, hat man auch angenommen, dass die Fälle erst, wenn sie klinisch auffällig sind, dann übertragen werden. Jetzt dürften sich die Zeichen mehren, dass es auch in der sogenannten Inkubationszeit die Leute infektiös sein können. Das heißt, in der Phase, wo noch keine klinischen Symptome aufgetreten sind, doch die Menschen auch ansteckend sein können. Herr Herbig, Sie sind von der Berufsrettung. Hier ist es auch so, dass wenn man angerufen wird und das heißt, es gibt eine besondere Infektion oder einen Infektionsverdacht, gibt es offenbar einen ganz eigenen Plan. Wie sieht der aus von der Rettung? Also prinzipiell ist es so, dass nicht nur bei der Berufsrettung, sondern auch bei allen anderen privaten Rettungsorganisationen die Rettungsmittel, eigentlich alle Rettungsmittel, über die Möglichkeit verfügen, einen Kontaktschutz zum Patienten aufbauen, einfach aus Eigenschutzgründen. Wenn uns das vorher bekannt ist, wie es im ersten Fall eben bei dem Verdachtsfall war, ist das natürlich für alle Umstehenden besonders günstig, weil wir auf Zufahrt bereits uns vorbereiten können. Das heißt, es findet kein Patientenkontakt statt, ohne auf den Eigenschutz geachtet zu haben. Vom Ablauf her ist es dann auch so, man achtet auf den Eigenschutz, es wird aber auch natürlich der Patient mit einer entsprechenden oder Patientin in diesem Fall mit einer Maske versorgt und dann nach Rücksprache mit der entsprechenden Infektionsabteilung Patient transferiert. Herr Minister, die französische Gesundheitsministerin hat empfohlen für Menschen, die eben zum Beispiel aus China nach Frankreich reisen, jetzt haben wir gerade gehört, der aktuelle Fall ist eine potenzielle Patientin, die eben aus China, also in China gereist ist und hierher und eben nach Österreich wieder gekommen ist. Und die französische Gesundheitsministerin sagt, es wäre eben wichtig, sie appelliert an jene, die nach China reisen, nach Frankreich kommen, nicht, wenn sie Lungensymptome haben, eine Lungenerkrankung oder Fieber haben, dann gar mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann in ein Krankenhaus oder zum Arzt zu fahren, sondern den Notdienst zu rufen. Wird an sowas auch in Österreich gedacht, zu appellieren an Menschen, die zumindest aus China gereist sind? Ja, ich glaube ja generell gleichgültig, ob das jetzt ein Influenza-Verdacht ist oder ein anderer Hintergrund herrscht, wenn hohe Fieber, wenn hohe Temperaturen vorherrschen und ein hohes Fieber wirklich da ist, Kontakt zum Arzt, Menschenansammlungen meiden, und möglichst zu Hause bleiben, wenn das irgendwie möglich ist und machbar ist. Also das ist ein guter Hinweis der französischen Ministerin. Und das gilt für alle Fälle an schweren Erkrankungen, die derzeit da sind. Also auch für die Grippe und von Grippefällen haben wir ja derzeit sehr, sehr viele. Herr Botschafter Lee, haben Sie von den SARS-Fällen damals 2002, 2003, als diese waren, das waren damals 800 Tote bei 8000 Fällen, hauptsächlich in China, Kanada, haben Sie aus dem quasi gelernt, weil Sie jetzt schneller als damals mit der WHO sofort zusammengearbeitet haben? Was haben Sie aus dieser Zeit gelernt? Ja, damals war ich nicht in China, ja, sondern also in Deutschland auf Posten. Aber ich glaube, die chinesische Regierung oder die chinesische Bevölkerung haben eine Menge Erfahrungen mit solchen Seuchen umzugehen und sie effektiv zu bekämpfen. Wir sind zuversichtlich durch harte Anstrengungen und auch eine internationale Zusammenarbeit so schnell wie möglich, dass die gegenwärtigen Schwierigkeiten zu
überwältigen. Wenn Sie sagen, gegenwärtige Schwierigkeiten, wie schaut es aus Ihrer Sicht mit der Versorgung aus, mit genug ärztlichem Personal, mit Medikamenten, mit Masken? Gibt es da genug oder würden Sie unter Umständen auch Hilfe vom Ausland in Anspruch nehmen? Ja, in ganz China werden Fachärzte und medizinische Mitarbeiter rekrutiert. Und die Stadt Wuhan ist selbst eine große Stadt mit 11 Millionen Einwohnern. Wuhan hat selbst schon sehr viele qualifizierte, gute Fachärzte. Aber die anderen Provinzen und Städte unterstützen Wuhan auch mit Fachärzten und medizinischen Mitarbeitern. Die erste Gruppe von 900 Fachärzten und medizinischen Mitarbeitern sind schon im Einsatz in Wuhan. Und die zweite Unterstützungsgruppe von 1.600 Fachärzten und medizinischen Mitarbeitern werden heute und morgen die Stadt Wuhan erreichen. Und auch die Truppen, insbesondere Militärärzte, werden mobilisiert. Und ich habe schon gelesen, uns fehlen zurzeit hauptsächlich die Schutzkleidung und auch Masken. Und werden Sie das vom Ausland besorgen oder um Hilfe bitten? Ja, viele Unternehmen und der Bürger oder Auslandschinesen im Ausland haben ihre Sympathie und Unterstützung für China bekundet und möchten gerne China bei der Bekämpfung des Virus helfen. Und wir begrüßen es sehr und schätzen es sehr. Und wenn da also konkrete Interesse besteht, können wir durchaus entsprechende kontaktieren. Frau Wiedermann-Schmidt, es ist so unvorstellbar, wenn eine Stadt wie Wuhan mit 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eben abgeriegelt wird. Sie sagen, das ist aber ein großer Unterschied. Also China mit der europäischen Situation kann man nicht vergleichen. Inwiefern? Ganz einfach von den Menschenmassen sozusagen, die dort zusammenkommen und auch die Lebensumstände, die sicherlich in China und in solchen Großstädten gegeben sind, sind andere, als das bei uns in Europa sicherlich der Fall ist. Die Situation ist doch eine andere, weil die Ausbruchssituation ist nun mal in der Stadt. Und was wir sozusagen jetzt beobachten müssen, sind Fälle, die eingeschleppt oder eingebracht werden durch die Reise und dann abgeriegelt werden sollen bei uns, damit die Infektionskette nicht weiterlaufen kann. Das sind zwei völlig nicht vergleichbare Szenarien, weil dort, wie gesagt, muss man durch massive Maßnahmen, die in China eben derzeit im Gange sind, wirklich massivst diese Infektionsketten verhindern und vor allem, dass das Virus nach außen tritt, das wird massiv gemacht. Wir haben eine andere Situation. Wir müssen ganz einfach schauen, dass wir so schnell wie möglich identifizieren einen Verdachtsfall und dann die Maßnahmen ergreifen, indem entsprechend eben, wenn es notwendig ist, in den Spitälern, so wie das gemacht wird, isoliert und auch die Kontaktpersonen identifiziert werden. Also das ist eine leichtere Situation deutlich, die wir hier haben, als das in China der Fall ist. Herr Dr. Binder, die WHO sagt eben, während wir das Verhalten des Virus nicht voraussagen können, können wir darüber entscheiden, wie gut wir sind, eben es zu stoppen. Sind eben die Wiener Spitäler, wie gerüstet sind die Wiener Spitäler? Da bin ich sehr sicher, dass die gut gerüstet sind, weil wir uns natürlich schon weitaus früher vorbereitet haben. Es ist ja nicht der Ausbruch dieser neuen Mutation an einem Coronavirus, das dann zu einer Vorbereitung führt, sondern wir haben ja Pläne sowieso immer laufen, die wir jedes Jahr bei der Influenza einsetzen. Und die wir natürlich auch gemeinsam mit dem Bundesministerium kennen und erarbeitet haben, die uns vor sogenannten Pandemien dann die notwendigen Empfehlungen geben. Also diese Pandemiepläne sind immer in Österreich vorhanden. Sie sind speziell auch in Wien vorhanden. Wir haben natürlich, als wir dann Kenntnis erlangten, dass eine neue Coronavirus-Mutation im Umlauf ist, das nochmals für unsere Wiener Spitäler verstärkt. Und wie wir zeigen konnten, es hat exzellent funktioniert. Wir haben
die Patientin sehr rasch über die Rettungsorganisation an die geeignete Stelle bringen können. Dort ist wirklich innerhalb kürzester Zeit eine sehr fundierte Diagnose gestellt worden. Die Patientin ist isoliert worden. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein Virus, dessen Nukleinsäuresequenz erst seit Ende Dezember bekannt ist. Und es ist auch ein großer Vorteil einer globalisierten Forschung, dass wir dann in der Lage sind, in Wien die notwendigen Substanzen zu haben, dass wir sehr rasch eine Nukleinsäureverstärkung durchführen können, eine sogenannte PCR. Die Primer sind hier und wir haben ein hervorragendes Institut für Virologie und haben sogar in kürzerer Zeit, als wir angenommen haben. Das wollte ich schon sagen. Gestern hat es geheißen, innerhalb von 48 Stunden. Es geht offenbar sehr viel schneller. Es geht viel schneller, weil ein großer persönlicher Einsatz herrscht und hier hohe Exzellenz vorhanden ist. Und ich glaube, diese Kombination, die haben wir in Wien und die haben wir auch in Österreich. Und wir können so auch der weiteren Entwicklung mit Gelassenheit entgegenblicken. Also eine Form von professioneller Gelassenheit. Herr Herbig, wie schaut das eben aus mit den ganzen Rettungsorganisationen? Gibt es jetzt eine zusätzliche Schulung? Es werden wahrscheinlich, wenn so eine Sensibilisierung stattfindet und die Öffentlichkeit mehr darüber weiß, werden die Anrufe wahrscheinlich mehr werden ab morgen. Wie gehen Sie damit um? Wir rechnen damit natürlich, dass die Anrufe mehr werden. Es wird ein Schwerpunkt natürlich dahin gelegt werden, dass man zuerst erfragt, ob eine Exposition überhaupt möglich war. Also es ist trotzdem immer noch wesentlich, dass man die Kontaktmöglichkeit davor hatte. Wenn dem natürlich gegeben ist, ist die zweite Stufe natürlich die, dass man schaut, passt der Zeitrahmen überhaupt? Ja? Ist das über 14 Tage her, ist es unter 14 Tage? Und dadurch kann man natürlich diverse andere Erkrankungen auch rausfiltern. Wenn das dann sich doch bestätigt, wird Patient, Patientin natürlich dann nach Kontaktaufnahme mit dem Kaiser-Franz-Josef-Spital dorthin transferiert. Im Prinzip passt der Standard genauso jetzt auch auf diesen Fall. Aber wir haben im Vorfeld mit dem Bekanntwerden sehr wohl auch schon darauf reagiert und haben auch im Vorfeld bereits auch mit der Infektionsabteilung im Speziellen diesbezüglich schon Kontakt aufgenommen und auch unser Personal darüber hinaus mit Infos sozusagen abgedatet, wie sie weiter vorgehen sollen. Herr Minister, erste Staaten planen ja in China bereits Evakuierungsmaßnahmen. USA, Frankreich und Japan haben angekündigt, ihre Bürgerin aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan zu holen. In Wuhan selber weiß man von keinen Österreichern und Österreicherinnen. Ich habe kurz vor der Sendung gehört, ich glaube, ein Österreicher, das bekannt ist. In ganz China gibt es 3000. Wie geht man da vor? Das Außenministerium war sehr aktiv in den letzten Tagen, hat die betroffenen Personen kontaktiert, informiert, soweit das möglich ist und soweit das gelungen ist. Das heißt, man versucht hier eine gute Kommunikation aufrechtzuerhalten. Die Entscheidung ist am Ende des Tages beim Einzelnen natürlich. Die kann man ihm nicht abnehmen. Aber insgesamt funktioniert die Kommunikation, funktioniert der Informationsfluss, auch in einem Aspekt, der mir besonders wichtig ist. Die österreichischen Gesundheitsbehörden sind nicht nur sehr gut aufgestellt und vorbereitet, wir sind auch ausgezeichnet eingebettet in diese Struktur der europäischen Gesundheitskontrolle. Und das hilft uns in dieser Situation sehr, weil wir ja einheitlich vorgehen wollen. Das ist auch eine Stärke Europas, denke ich. Frau Wiedermann-Schmidt, wer ist denn besonders gefährdet? Beziehungsweise, wenn man sich das ansieht, sind das wie beim Influenza-Virus eher ältere Menschen mit Vorerkrankungen etc.? Wie schaut das aus? Also die Berichte, die uns vorliegen, zeigen das, dass es vorwiegend interessanterweise 2/3 eher Männer sind, die betroffen sind. Und die schweren Verläufe und auch die tödlichen Ausgänge waren bei Personen, die schon Vorerkrankungen gehabt haben. Also das dürfte der Fall sein, dass ältere Personen und chronisch Kranke eher betroffen sind. Sieht man bei der Influenza natürlich auch, dass gerade die Personen, die schon eine Vorerkrankung haben, eher diejenigen sind, die auch schwerere Verläufe nehmen können. Jetzt habe ich vorher eben diesen Vergleich mit dem Influenza-Virus, aber eben vielen bekannt ist eben dieser SARS-Virus und MERS-Virus. Wie schaut hier die Verhältnismäßigkeit von der Gefährlichkeit aus von dem Coronavirus jetzt? Also wie gesagt, das jetzige Coronavirus dürfte sehr ähnlich sein dem SARS-Virus. Es gibt also hier eine große genetische Ähnlichkeit. Von den Verläufen her dürfte das SARS-Virus aber damals schwerwiegendere Verläufe gewesen sein. Ganz
sind natürlich die Beobachtungen jetzt, lassen nicht wirklich einen endgültigen Schluss zu. Also man wird sehen, wer alle betroffen ist und wie die auch die chronischen Verläufe sind, ob tödliche Ausgänge sind, das wird man sicherlich jetzt beobachten müssen. Also das lässt sich jetzt noch nicht ganz klar beantworten, aber es dürfte sich ähnlich verhalten wie das SARS. Eine der Fragen, die auch das Publikum interessiert, hier im Studio und vor allem zu Hause, gibt es eine Therapie? Eine spezifische Therapie gibt es nicht, sondern es wird symptomatisch behandelt, wie also auch bei der Influenza vorgegangen wird. Aber weder eine Prophylaxe noch eine spezifische Therapie ist derzeit vorhanden. Und eine Impfung frühestens in einem Jahr, lese ich. Ja, also es hat ja Ansätze gegeben schon bei SARS und auch bei MERS, dass man Impfstoffe produziert hat. Die kamen aber dann nicht zur endgültigen klinischen Testung. Die helfen aber sicherlich diese Konstrukte, dass man schneller vielleicht einen Impfstoff etablieren wird können. Aber der wird höchstwahrscheinlich trotzdem nicht vor 2021 erhältlich sein. Botschafter Li, was macht China in diesem Bereich, um eben hier die Forschung voranzutreiben, um zu einem Mittel zu kommen gegen den Coronavirus? Ja, zurzeit werden die Impfstoffe intensiv geforscht und entwickelt in China. Und ich habe auch gelesen, viele ausländische und auch einschließlich europäische Experten und Wissenschaftler gehen nach China, um mit ihren chinesischen Kollegen zusammenzuarbeiten und die effektiven Impfstoffe oder Medikamente zu forschen oder zu produzieren. Jetzt wird das ja von Mensch zu Mensch übertragen in China. Man sagt eben, dass die Situation außerhalb Chinas deshalb noch nicht gefährlich ist, weil hier keine Fälle bekannt sind von Mensch zu Mensch. Wie ist das jetzt bei uns? Also in diesen nun wir haben zwei Verdachtsfälle in Österreich. Einer hat sich sozusagen als nicht bestätigt erwiesen. Der zweite Verdachtsfall wird untersucht und wir haben in ganz Europa derzeit keinen einzigen Hinweis, dass eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattgefunden hat. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch für die Bevölkerung wesentlich ist. Denn wir haben es natürlich derzeit mit einer Situation zu tun, die ich gerne als kognitive Dissonanz bezeichnen würde. Wir sehen in den Medien teilweise besorgniserregende Bilder. Wir haben eine eigene Sondersendung heute dazu. Das Thema wurde vom Zentrum wurde gewechselt, um das zu besprechen. Und auf der anderen Seite sagen wir, die Menschen sollen keine Angst haben. Das ist dissonant. Die Tatsache ist, sie sollten tatsächlich keine Angst haben, weil es ist in Europa zu keiner Mensch-zu-Mensch-Übertragung gekommen. Und es sind die europäischen Gesundheitsbehörden, die sind zusammengefasst als ein Ring, der nennt sich Europäisches Center for Disease Control, ECDC, nach dem Muster des amerikanischen Centers. Die arbeiten zusammen. Das sind hocheffektive Gruppen von Expertinnen und Experten, die ganz genau wissen, was sie tun. Die Profis in dem, und da zählen wir die Krankenhäuser dazu, die Infektionsspezialisten, die Virologen, den Krankentransport, die haben eine Form von Aufmerksamkeit. Wir müssen sehr, sehr aufmerksam sein. Das haben wir auch heute Nacht beweisen können. Wir sind sehr aufmerksam und diese Aufmerksamkeit, die tragen wir weiter, um die Bevölkerung zu schützen. Zusammenfassend, für den Österreicher, die Österreicherin besteht kein Grund zur Sorge. Man kann morgen ganz genau so zur Arbeit gehen wie vorige Woche. Es hat sich nichts geändert. Wir gehen auch davon aus, dass sich nichts ändern wird. Das ist ganz wesentlich. Herr Minister, die internationale Aufregung berechtigt oder sehen Sie das gleich wie Dr. Binder? Aus meiner Sicht wäre Panik absolut unberechtigt in der jetzigen Situation. Aber so wie schon gesagt, ich halte es für absolut richtig, jetzt sehr, sehr aufmerksam und vorsichtig zu sein. Deswegen haben wir an diesem Wochenende auch die Anzeigenpflicht verankert, damit jeder Verdachtsfall und erst recht natürlich jede Erkrankung allfälligerweise gemeldet werden muss, damit wir rasch einen Überblick haben, damit wir rasch wissen, wo passiert etwas und damit wir rasch mit Gegenmaßnahmen, gerade was eine allfällige Ausbreitung betrifft, dann einsetzen können.
Jetzt hat es zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 ungefähr, sagt man, 661 Todesfälle wegen des Influenza-Virus alleine in Österreich gegeben. Was natürlich schon auffällt, ist, dieses Influenza-Virus, das sind wir quasi gewohnt, die Meldungen darüber, dass man sich impfen soll, dass es das gibt. Ist es so, dass eben die Menschen das aufregt, wenn ein Virus einfach nicht bekannt ist und das einfach eben von Haus aus für mehr Aufregung sorgt, aber auch berechtigt, weil man eben nicht weiß, wenn das von Mensch zu Mensch übertragen wird, dass diese Viren sich ja unterschiedlich wieder zusammentun können, um das jetzt als Laie irgendwie zu beschreiben. Mhm. Und auf der anderen Seite das Influenza-Virus, das bekannt ist, nicht so ernst genommen wird. Stimmt, also das ist wirklich ein Phänomen, das wir kennen und leider Gottes eben auch sehen, dass die Influenza wirklich eine völlig nicht richtig eingeschätzte Erkrankung ist. Wir versuchen zu appellieren jedes Jahr, weil es wirklich Risikopersonen gibt, die besonders betroffen sind, die besonders gefährdet sind und wo die Sterblichkeit gegeben ist. Aber es wird sehr häufig eben mit dem grippalen Infekt verwechselt. Die Freudigkeit zu impfen ist sehr gering in Österreich. Also wir haben vielleicht 10% Durchimpfungsrate, was die Influenza betrifft. Das sind schon Situationen, die sind eigentlich auch unverständlich, muss ich sagen, von der Situation eines Immunologen oder Infektiologen her. Und auf der anderen Seite steht natürlich immer das Neue, das Unbekannte, die Sorge, man weiß nicht, was das ist. Das wird auch medial entsprechend natürlich aufbereitet, muss man auch dazu sagen, weil sehr wenig wird über die Influenza und den Schweregrad der Influenza immer berichtet. Und natürlich dann auch die Frage, ob sich das ausbreitet und ob es eine Impfung gibt. Also das sind Phänomene, die wir kennen. Immer wenn etwas unbekannt ist, ist die Frage nach einer Impfung sehr groß. Aber eigentlich, leider Gottes, muss ich sagen, die Frage, Nachfrage nach der Influenza-Impfung ist sehr gering. Und das sollte man also zum Anlass nehmen, auch die Risikoeinschätzung in ein richtiges Maß wiederzubringen. Und ich glaube, diese Sendung soll auch dazu beitragen, dass wir das heute tun. Was die Menschen auch interessiert, Herr Botschafter Lee, ist, wo überhaupt das Coronavirus hergekommen ist, beziehungsweise eben von Tier zu Mensch und wie das übertragen wurde. Hier ist es ja offenbar so, dass man in Wuhan, dass man annimmt, dass das von Tieren eben übertragen wurde. Was ist da Ihr neuester Stand? Ja, und wie gesagt, die eigentliche Ursache des Virus ist noch nicht herausgefunden, noch nicht festgestellt. Aber die Experten vermuten, dass das Virus von einem Markt für Seefrüchte kommen könnte. Ja. Das heißt, dass es hauptsächlich mit Essen zu tun hat. Hauptsächlich mit Essen. Ja. Ich glaube, beim SARS-Virus waren es die Fledermäuse und das wurde dann Katzen übertragen über Seekatzen oder Schleichkatzen, glaube ich, hat es geheißen. Was ist da, also was vermutet? Hier die neuesten wissenschaftlichen Daten lassen vermuten, dass es über Kobraschlangen auch die Infektion stattgefunden hat. Also auch wieder wahrscheinlich der Infektionsweg von Fledermäusen auf Schlangen und dieses Coronavirus, das die Schlangen hier betrifft, offensichtlich sich leicht anpassen kann an das menschliche System und das dürfte passiert sein. Und ich glaube, Schlangen sind ja einerseits wird das gerne gegessen und auf der anderen Seite wird das Blut, glaube ich, auch direkt getrunken und das sind Infektionswege, die offensichtlich auch dazu beigetragen haben. Herr Dr. Binder, was wirklich auffällt, ist, dass eben in den vergangenen 48 Stunden einfach auch unglaublich viele Verschwörungstheorien natürlich da sind und es wirklich sehr schwierig ist für die Menschen und man muss es auch nachvollziehen, wenn manche dann glauben, es wird nicht genau informiert, es werden vielleicht Informationen zurückgehalten. Also wo sollen sich die Menschen hinwenden und können sie auch wirklich allen Behörden immer glauben? Also da bin ich ganz sicher, dass Sie allen Behörden glauben können. Ich habe auch mit dem Herrn Bundesminister heute schon gesprochen und wir sind überzeugt, dass eine sehr proaktive Informationstaktik der wesentlichste Schritt ist. Das war auch der Grund, warum wir gestern entschieden haben, dann nach Rücksprache mit Stadtrat Hacker, dass wir sofort die Öffentlichkeit informieren über diesen Verdachtsfall. Und wir werden auch weiterhin über Verdachtsfälle informieren. Ich glaube, das ist ganz wesentlich, um auch
tatsächlich abschätzen zu können, wie gefährlich ist das und sind die Behörden, halten die Information zurück? Nein, wir halten keine Information zurück. Dass natürlich in sozialen Medien eine Reihe an Verschwörungstheorien im Umlauf sind, ist ein Phänomen der Zeit. Das werden wir nicht verhindern können. Die gibt es auch zu vielen anderen Dingen, Verschwörungstheorien. Wesentlich ist, wohin können sich die Menschen wenden. Der Kollege von der Berufsrettung hat gesagt, bei der Berufsrettung anrufen ist sehr sinnvoll. Wir haben aber auch zusätzlich eine Informationsquelle in Österreich. Das ist die Gesundheitshotline 1450. Und 1450 ist ein Telefondienst, der 24 Stunden, 7 Tage zur Verfügung steht, wo Menschen anrufen können mit ihren gesundheitlichen Problemen und wo sie sehr suffizient und auf sehr hohem Niveau Informationen erhalten und Beratung erhalten. Also ich denke, dass gerade 1450 auch eine wesentliche Telefonnummer der nächsten Zeit wird, wo man objektiv Informationen erhält. Dann natürlich alle Ärztinnen und Ärzte, die in Österreich tätig sind. Natürlich alle Krankenhausambulanzen, aber zuerst natürlich auch die Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner. Da kann man anrufen und sagen, mir geht's nicht gut und Beratung kriegen. In den allermeisten Fällen ist es derzeit Grippe. Wir haben in Österreich derzeit eine Grippeepidemie. Ganz Österreich ist davon betroffen. Es ist hauptsächlich ein Grippestamm, den wir kennen. Das ist der H1N1-Stamm, gegen den man übrigens sehr gut impfen kann. Also der ist sehr stabil in dieser Impfung vorhanden. Das heißt, was empfehlen wir? Trotzdem noch immer impfen, gegen Grippe impfen. Herr Minister, Herr Botschafter Li, wie steht es um das Vertrauen von den gegenseitigen Behörden Österreich und China? Wie schaut hier die Zusammenarbeit aus und wie schaut das Vertrauen aus? Also ich habe den Eindruck, dass innerhalb der Weltgesundheitsorganisation hervorragend zusammengearbeitet wird und dass da eine Vertrauensbasis da ist. Das ist auch notwendig, das ist auch wichtig, denn so wie die Informationen in Österreich etwas Wichtiges ist die gegenseitige Information etwas ganz Entscheidendes. Mein Eindruck ist, dass hier mit offenen Karten gespielt wird. Herr Botschafter Li. Ja, China bemüht sich von sich selbst aus, die weitere Verbreitung des Virus zu hindern. Zwischen China und Wien bestehen jetzt 4 direkte Flugverbindungen. Und viele chinesische Touristen kommen sehr gerne nach Österreich. Aber ich habe gehört, inzwischen wurden viele Reisegruppen von den chinesischen Touristen nach Österreich abgesagt. Und die chinesische Botschaft pflegte seit einigen Tagen sehr enge Kontakte mit dem Flughafen, mit den Krankenhäusern und auch mit allen Fluggesellschaften, die zwischen China und Wien fliegen. Nur wenn ein Verdachtsfall vorkommt, sind die Mitarbeiter der chinesischen Botschaft ganz schnell vor Ort und sich um die Lage, um den Fall zu informieren und den entsprechenden Personen zu helfen und zu unterstützen. Wie oft sind Sie mit der WHO, mit der Weltgesundheitsorganisation in Kontakt, mehrmals am Tag, um die Zahlen zu aktualisieren? Ja, wir bleiben ganz engem Kontakt mit der WHO. Und die WHO schicken auch Experten nach China, um vor Ort die Lage zu informieren. Was sagen Sie den Menschen, die sagen, dass ihnen Vertrauen fehlt oder wenn in den sozialen Medien, Sie werden es wahrscheinlich auch manchmal lesen, was sagen Sie dann diesen Menschen? Ja, und ich glaube, es besteht eine sehr transparente Informationspolitik. Jeden Tag pünktlich um 8 Uhr vormittags wird also eine Pressekonferenz über den neuesten Zustand der Bekämpfung des Virus abgehalten. Und alle Informationen werden rechtzeitig transparent bekannt gegeben. Diejenigen, die versuchen, die Wahrheit zu vertuschen oder verheimlichen, werden nach dem Gesetz zur Rechenschaft gezogen. Okay.
Eine Schlussfrage hätte ich noch gern, wenn es eben so ähnlich ist, ja, bei den Symptomen Influenza und Coronavirus, gibt es irgendeinen Unterschied, dass man das überhaupt erkennen kann? Das ist vielleicht so klinisch, oder so, oder kann das wirklich nur ein ärztliches Personal feststellen? Also deswegen sagt man, es ist ganz wichtig, dass man sagt, die Krankheitsgeschichte bzw. ob eine Reiseanamnese vorgelegen ist. Also das macht einen wichtigen Informationsstand aus. Ist jemand in den letzten 14 Tagen eben gekommen von den betroffenen Regionen, dann muss man das mit ins Kalkül ziehen. Oder wenn jemand die ganze Zeit hier gewesen ist und keinen Kontakt mit jemandem gehabt hat, der aus dem Ausland gekommen ist, aus China, dann ist es höchstwahrscheinlich wahrscheinlich, dass es sich um einen grippalen Infekt oder eine Influenza handelt. Also das ist auch vielleicht eine Information wichtig für die Zuhörer. Wenn man Sorge hat und wenn man den Arzt anruft, soll man auch nicht sofort jetzt stürmen die Ambulanzen und stürmen die Ordinationen, sondern bei einem Verdachtfall vorher anzurufen und den Fall zu erklären, auch zu sagen, ob eine Reiseanamnese vorgelegen ist oder nicht, damit man dann die entscheidenden Informationen geben kann. Das ist ein wichtiger Punkt. Genau, so im gegebenen Fall. Und morgen gibt es dann eben diesen Einsatzstab, wo alles besprochen wird. Morgen gibt es den Einsatzstab, da wird das dann noch einmal kommuniziert, da werden alle Organisationen informiert über die Eventualität eines Falles, denn davon müssen wir ausgehen in unseren Vorbereitungen, dass es passieren könnte. Und darauf wollen wir bestens vorbereitet sein. Gut, die Behörden arbeiten alle zusammen, transparent, wie wir hören, aus China und eben auch hier diesen Einsatzstab. Wir haben viel gehört, wie man vielleicht diesen Coronavirus erkennen kann. Wir werden mit Spannung erwarten, ob morgen dieser Test positiv ausfällt oder nicht. Alle sind vorbereitet. Ich danke meinen Gästen für die Information rund um das Coronavirus und Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Zum morgigen Holocaust-Gedenktag sehen Sie nach unserer Sendung den Doc-Film Back to the Fatherland. Zwei Familiengeschichten zweier Regisseurinnen. Die eine ist Enkelin eines Holocaust-Überlebenden und die andere die Enkelin eines Nazi-Offiziers. Ein berührender Film. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank.